Die Naturfreunde Paddelgruppe in Hainburg wurde bereits 1946 gegründet. Damals stand auf diesem Platz eine Holzhütte. Im Laufe der Jahre konnte man auch sportlich viel erreichen. Bei nationalen und internationalen Ereignissen war man erfolgreich. Mehrmals holte man den Staatsmeister mit Hans Frühwirth, sogar einen Weltmeistertitel. Wir haben ja nur auf der Donau da trainiert, unter der Woche nicht, und am Abend, nicht, nach der Arbeit und so. Nicht. Und wir haben aber trotzdem gute Technik entwickeln können. Gute Technik ist ja ganz wichtig, nicht? Die vielleicht die am Wildwasser gar nicht so gehabt haben, nicht? So durchschliffen durch die Tore. Nicht? Und zu den Wochenenden, zu den Freien, sind wir halt aufs Wildwasser gefahren und haben dort im Wildwasser trainiert. Aber heute ist die Teilnahme an Wettkämpfen ins Hintertreffen geraten. Diverse Obmannwechsel in der letzten Zeit haben auch Spuren im Verein hinterlassen. Die Möglichkeit, in diesem Sport vorne dabei sein zu können, wird auch immer schwieriger. Das Bootshaus liegt direkt neben der Donau und bietet dadurch auch für den Hobbypaddler einen idealen Ausgangspunkt, um seine Leidenschaft ausüben zu können. Ja, der Paddelsport ist schon ein Sport, wo man viel trainieren muss. Erstens einmal muss man es lernen. Wenn man es gelernt hat, macht es wirklich auch Spaß. Ist ein wunderschöner Sport. Aber dann ist doch einiges an Training notwendig und an Auslandsreisen oder Reisen zu den Wildbächen, auch in Österreich. Und das ist schon einiger Aufwand. Jedes Jahr kommen zu den Hainburger Paddlern auch viele Besucher aus dem Ausland. Die TIT, eine Gemeinschaftsbootsfahrt von Ingolstadt bis ins Schwarze Meer, eine Flussreise über 2500 Kilometern, hat heuer bereits zum 61. Mal in Hainburg angelegt. Auch die Nachwuchsarbeit hat im Verein einen hohen Stellenwert. Doch im Vergleich zu früher gibt es für die Jugend viele Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen. Ich denke mal, es kommt jetzt wieder, dass die Kinder und die Jugendlichen Interesse haben an Bewegung in freier Natur und an Sport. Ich glaube, dass der Zugang zum Paddeln und zu den Donauauen noch nicht der richtige ist. Da kann man noch mehr machen. Aber ich glaube, es wird wieder besser. Doch die Donau gehört nicht nur den Paddlern. Die Flussschifffahrt und auch private Boote nutzen das Gewässer. Daher gibt es auch Regeln zu beachten, vor allem im Interesse der Sicherheit. Wer den Sport ausüben will, sollte gut schwimmen können und die Liebe zum Wasser mitbringen. Wie sieht Altmeister Richard Martin sich die Entwicklung beim Nachwuchs? Am liebsten würde ich noch selber fahren, nicht? Wenn ich noch jung war. Nicht? Also, da hätte ich schon einen Guster, nicht? Haben wir gedacht. Und ich würde vielleicht das ein bisschen anders machen. Ich habe durch den Beruf nicht so viel Zeit gehabt, nicht, zum Trainieren. Denn Zeit muss man mitbringen, um im Sport weiterzukommen. Kondition und Können im Umgang mit dem Sportgerät sind Voraussetzung für einen sicheren Ausflug auf der Donau.